So, und damit herzlich willkommen zurück bei einem... Ah, springst du noch um? Na komm, da ist es. Zu einem weiteren Video hierzu. Was schon sehr lange her ist. Ich hab's doch gar nicht im Live-Let's Play angefangen. Aber ich dachte mir heute... Selbst das, selbst der Stream ist ja schon eine Weile her. Jetzt musste ich ganz kurz. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz oder so. Ja. Von der Abrechnung, ich glaube, das Spiel habe ich das letzte Mal vor einem Monat oder so gespielt. Also ich bin wahrscheinlich komplett wieder raus. Mal gucken. Was muss ich noch machen? Jetzt bin ich schon weiter. Verdammt, ich wollte es noch vorlesen. This is it. The final step in our journey. Erland is here, his village fortified, full of soldiers. We cannot attack now, we have to gather our strength. Elders say that the normal attacks will fail. Nevertheless, while we muster our forces, Erland will not sit idly, and after a time of defense, it will be a time to strike. Ich erinnere mich aber sehr gut hieran. Wir haben uns durchgekämpft, wir sind wieder da, wir sind wieder in alter Stärke. Und jetzt kämpfen wir gegen denjenigen, der uns hier raus haben wollte. Quasi das Ende der ersten Kampagne. Schande, dass ich da so früh ausgemacht habe. So. Erstmal sammeln. Ich mache erstmal hier Pause. Wir haben jetzt was. Guck mal, da greifen sie nämlich schon direkt an. Okay, okay. Den schicken wir los. Die können wir vom Weiten direkt abschießen. Die können direkt angreifen und die schicke ich auch mal hier in die Richtung. Obwohl, die können sich vielleicht eher auf die hier konzentrieren. So, da hinten kommen erstmal keine. Da ist ein Tor. Müssen wir nachher mal gucken. Wie die jetzt da durchkamen, man weiß es nicht. Oh, sehr gut. Okay, die wollte ich jetzt eigentlich nicht hier alleine lassen. Fuck. Egal. War ein bisschen unvorteilhaft. Für den Moment ist unser Dorf in Sicherheit. Ja, wir müssen auch erstmal gucken, wie wir hier wieder reinkommen. Wir brauchen erstmal Leute, das heißt, ich brauche erstmal ein paar Häuschen. Dorfbewohner 0 von 4. Die kommen jetzt gerade langsam. Was haben wir denn hier? Den Brunnen. Wir haben die Sammlergilde. Wir brauchen, glaube ich, erstmal was zu futtern. Jägerhütte. Die machen wir mal voll, wenn es überhaupt möglich ist. Die können wir noch gar nicht. Trainingsgelände. Okay. Ach so, das war ja hiermit, ne? Genau. Wir können auch einstellen, dass es automatisch sucht und zwar hier oben. Perfekt. Können wir denn jetzt Leute einsetzen? Die brauche ich nämlich unbedingt, sonst habe ich kein Essen. Hi, Jellix. Na, alles klar? Boah. Auch trotzdem Häuser. 1 von 4. 2 von 4. Das kommt ganz langsam. Okay. Gehen wir erstmal gucken, was hier so abgeht. Also wir haben jetzt schon mal einen Torwächter. Bedeutet, wir müssen uns da irgendwie durchschmuggeln. Er wollte irgendwie Ressourcen oder so. Da gehe ich mal hin, ich check das mal ab. Dann haben wir auf jeden Fall den Turm. Ich glaube, der wird uns sehr hilfreich sein.
Ich erinnere mich, dass ich ein bisschen offensiver sein wollte, aber da ich jetzt so ein bisschen aus der Übung bin, würde ich sagen, gehen wir es ruhig an. Dann wird es halt länger. Und das wird dann hier wahrscheinlich der Pfad sein, wo es dann zu unserem guten alten Freund geht. Was haben wir hier? Eine alte Statue nordischer Götter, die von Siedlern in der Nähe verehrt werden. Einige der... Was war das? Okay, nichts Schlechtes. Einige der Runen auf der Steinoberfläche leuchten hin und wieder auf. Erfordert seit Kona. Bringe die seit Kona zum Runenstein. Okay. Schauen wir einfach erstmal in die Richtung. Was will er hier? Wir kommen wieder. Finde drei Runensteine. Okay. Wir kommen wieder. Solange die Leute da nicht durchkommen und uns angreifen, ist mir das relativ wumpe da erstmal. Ich habe aber auch ein bisschen Angst. Feindliche Armee aufgetaucht. Und wo? Es wird ein Bär sein, keine Armee. Es wird safe ein Bär sein. Okay. Ja. Haben wir hier? Das ist ein normaler Bär. Das ist jetzt kein Special Bär. Wir werden angegriffen. Wölfen. Dreckschweine. Okay, verfallen wir mal in einen heftigen Rausch, dann sollten wir die auch recht schnell down kriegen. Haben wir geschafft. Sehr gut. Okay, gewinnen wir erstmal an Leuten. Wir haben jetzt 3 von 20 ist das Gruppenlimit. Sehe ich überhaupt hier die Bevölkerung? Nee, ne? Auch hier zumindest Leute, die mir das rankarren. Dann brauche ich auf jeden Fall welche in der Sammlergilde. Können sich das auch gerne automatisch zusammensuchen. Ich brauche auf jeden Fall Leute, die mir Holz bringen. Was haben wir hier? Brunnen. Auch nicht schlecht. Nämlich 2. Dann werden die hier zufriedener. Ja, moin Redröm. Alles klar? Wollen wir erstmal ordentlich die Wirtschaft stärken. Erst ein bisschen Schwung reinbringen. Ja, verstehe. Ein Lichter fangen auf der Autobahn. Na dann, viel Erfolg. Oh Gott, jetzt kommt der Bär. Ein Turm? Wir sind Feinde. Nehmen wir aber erstmal den Turm ein. Okay. Und hier ist dann wieder ein Torwächter. Versteck mich mit denen mal hier im Wald. Aber es sieht schon mal relativ gut aus. Ich weiß zwar nicht zu 100%, was in der Richtung ist, ob wir hier noch irgendwie rumkommen oder von da aus angegriffen werden. Und ich hoffe mal, dass die nicht einfach hier durch die Tore durchgehen können. Von daher passt das erstmal soweit. Haben wir hier 4 von 4, 4 von 4, 4 von 4. Gut, bauen wir noch Häuser, haben wir Holz. Ja, sehr gut. Brauchen wir. Haben wir auch schon einen Tempel stehen. Es ist halt ein bisschen bitter, dass wir direkt am Anfang die Einheiten verloren haben. So, jetzt habe ich zwar kein Holz mehr, aber ich habe alles aufgewertet. Auch nicht schlecht.
Können wir aber zumindest ein paar neue Sachen bauen. Jagdhütte ist beschäftigt. War das hier nicht auch mit einem Förster? Aber ich glaube, der kam später oder den hatten wir bisher noch gar nicht. Ich weiß, dass es im freien Spiel einen gibt. Und den hätte ich hier teilweise mega gerne gehabt. Obwohl ich mich ja viel zu sehr auf manche Sachen hier vorbereitet habe in den letzten Folgen. War ein bisschen too much, aber wir sind dafür locker durchgekommen. So, was will er? Also, du bist hier, um den Runenstein zu sehen. Ich fürchte, dass du es nicht schaffen wirst. Die Brücke wurde zerstört und die Lichtung von Räubern eingenommen. Dorfbewohner aus der Nähe können sie reparieren, aber du musst sie zur Brücke eskortieren. Ah, da hinten. Okay. Schaffe ich erstmal nicht mit den Speeren. Ich komme wieder. Danke für den Tipp. Glaube ich erstmal einfacher als die ganzen Runensteine und den ganzen Schmodder zu sammeln. So. Würde gerne noch ein Speer haben. Muss ich unbedingt ausbilden. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde es gerne wiedergeben, aber ich sehe dich leider nicht. Ich gebe mir Mühe. Komisch, die VIP-Einstellung habe ich nicht eingestellt, weil ich sonst halt irgendwie mega im Stuhl liege. Aber das verwirrt halt, weil ich hier den Arm habe, dann was trinken will und dann haue ich mir halt die Flasche hier gegen den Arm. Manchmal ein bisschen unpraktisch. So, gehen wir erstmal nach Norden, gucken wir erstmal, was da abgeht. Und wir haben erstmal eine Seite safe im Blick. Können wir noch upgraden? Komm, geh mal hier durch, trau dich. Auch wieder eine feindliche Armee. Da ist auch direkt ein Räuberlager. Geil. Okay, wir sind auf der Seite auf jeden Fall nicht alleine. Das ist sehr gut zu wissen. Aber wir müssen da hoch, weil ich brauche das Holz. Weil hier noch eine Holzfällerhütte zu bauen, das ist Schwachsinn. Ich könnte zumindest hier noch eine bauen. Aber bevor ich das mache, wie war das denn mit dem Heilen eigentlich? Es gab ein extra Heilerhaus, ne? Hütte des Heilers, ja. Gab die Boni für die Häuser? Ja, natürlich. Okay. Danke, bis dann. Aber 5 von 5, ne? War hier das Maximum. Wieso? Wen haben wir verloren? Abgesehen von dem einen. Drüben leben auch noch eine. Okay. Okay, wir haben zu wenig Nahrung. Kümmern wir uns erstmal darum. Ah, was machen wir? Fischerhütte geht immer. Die sollen sich mal nicht so haben. Bauen wir nochmal einen Speerträger und können wir rein zufällig noch einen Bogenschützen bauen? Nee. Können wir nicht, fehlt ein Holz. Ich hätte gern zwei Bogenschützen.
Neston. So, okay. Okay, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir haben fürs Erste auch mal Ruhe am Anfang. Ich erinnere mich da an andere Situationen. Na komm, wie lange kann es denn dauern, ein Holz abzubauen? Wer soll denn hier dauernd sterben? Grabhügel. Komm, dann bauen wir jetzt einen Grabhügel. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug oder so. Ist ja mal mega nervig. Okay, können wir vorspulen? Ja. Ich brauche jetzt ein Holz, verdammte Scheiße. Haben wir. So. Ach, come on. Ich hoffe, das hat sich jetzt so mit dem Grabhügel so ein bisschen gebessert. 11 von 50? Wann? Wann sind die alle gestorben? Ich habe einen Trupp verloren. Da sind 5 Leute drin. Unzufriedene Menschen stehlen deine Ressourcen. Sag mal. Leute, das geht nicht. Wir müssen ja um einen Strang ziehen. Guckt mal hier, ich mache ja auch einen Scheiterhaufen für euch. Da können die gleich mit, die unzufrieden sind, drauf. Verdammte Axt. Bin das. Was Undankbares. Ah. Jetzt ziehen wir gen Norden. Und zeigen den Plünderern mal, was eine richtige Axt ist. Die im Westen können warten. Okay, die kam von hier, aber das Lager ist da. Ich gucke jetzt trotzdem erstmal hier. Da sind sie wieder. Perfekt, habe ich mir gedacht. Bis auf dich. Nein, ach Mann. Flankiert auch noch. Komm, nehmen wir jetzt einen Scheiß drauf. So. Nummer 1. Sollen wir uns gern. Schleifen wir mal ein bisschen hier rum. Da vorne ist ein Dorf. Können wir später hin. Ich würde erstmal gerne hier in der Nähe alle Räuber ausräuchern. Ja, die Penner wollen wir hier nicht. Oh, Vorsicht, hier war noch ein Lager, dahinter standen die irgendwo. Aber da ich jetzt mein Speer nicht mehr bei habe, ist natürlich ein bisschen schwer, die jetzt hier zu sichten. Da sind sie auch schon. Wir brauchen dringend Schmiede-Upgrades. Dauert mir zu lange. Aber wir sind zumindest trotzdem in Überzahl. Das hilft uns schon mal. Sehr gut. Dann gucken wir noch mal ein bisschen herum. Hier ist auch noch was. Verlassener Wagen. Kommen wir da runter überhaupt? Nee, wa? Ich glaube, da kommen wir gar nicht runter. Also wenn das jetzt hier eine Erhöhung bleibt, dann haben wir Glück im Unglück.
Reisender Händler. Und dann gehst du mal dahin. Wenn hier keiner weiter ist, dann könnt ihr mal dahin gehen. Zeig mir deine Waren. Gut, haben wir auch hier nochmal einen Überblick. Wollen wir da irgendwie runter? Nee, ne? Die wollen da auch gar nicht runter. Ist mir aber auch recht, weil dann können wir hier zwei ordentliche Holzfällerlager hinklatschen. Ist ja noch ein Lager. Wie konnte ich das denn übersehen? Sind hier einfach drei Lager? Oder habe ich das eine jetzt nicht abgerissen? Okay. So, was wollt ihr? Ihr sagt, ihr kämmt aus weit entfernten Ländern. Wir würden gern mehr über euer Volk erfahren. Bitte, beschützt unsere Gesandten. Uns werden wir den Gefallen... Und wir werden den Gefallen erwidern, wahrscheinlich. Warten. Ich würde erstmal gerne hier Gefahr beseitigen, bevor ich irgendwas anderes mache. Okay. Das nicht? Okay. Wild. Dann auf jeden Fall habe ich hier... Vielleicht noch was zu futtern? Nee, ne? Das ist alles da unten. Naja, gut. Dann zumindest die Holzfällerhütte. Ach ja, ich erinnere. Geht ja gar nicht. Ah. Ich kann ja gar nicht bauen, wo ich möchte. Ich muss ja in dem Bereich bleiben. Und ich habe ja keinen Außenposten oder sowas. Das ist natürlich bitter. Muss ich jetzt natürlich noch hier eins errichten. Dann hoffe ich zumindest, dass von hier jetzt keiner mehr kommt. Okay. Okay, okay, okay. Warum unzufrieden, Leute? Redet doch mit mir. Was wollt ihr? Mauern? Wie viel sind denn jetzt desertiert? Einer. Mann. Wo ist denen hinterher? Laufen die jetzt auch hinterher? Nee. Ich weiß nicht, ob die jetzt hinterherlaufen, wenn ich hier sage, Fuß halten, Schritt halten. Nee, ne, die bleiben einfach stehen. So schlau sind die leider nicht. Naja. Dann laufe ich halt hinterher. Klatschen wir in der Zeit hier noch drei rein. Willkommen zurück. So. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht, wo die hinwollen. Ich nehme aber mal an, dass es so weit gar nicht sein kann. Also, soweit kennen wir ja selbst noch nicht. War ja ein bisschen unlogisch. Aber wenn die jetzt hier plötzlich See setzen und sich davon machen, dann kann ich leider nicht behilflich sein. Ah ja. Das war ja easy. Geil. Okay. Sehr gut. Cool. Dann würde ich doch
werde behaupten, dass wir gehen mal zum Heiler. Wir brauchen auch noch mal irgendwas, was uns... Wie wär's mit einer Fischerhütte? Ich denke, eine Fischerhütte ist gut. Wir brauchen dringend irgendwas anderes. So, aber warum sind die jetzt unzufrieden geworden? Brauchen die Met? Wollen die ein Gelage haben? Die reden ja nicht mit mir. Okay. Dann gehen wir mal hier zu unseren Speeren. Raiden wir jetzt einfach mal auf. Hier, Brunnen. Der will auch geupgradet werden, okay. Ah ja. Naja gut, hätten wir jetzt noch nicht gebraucht, aber wir können es machen. Warum nicht? So, hier können wir noch 6 Butter rauskratzen. So, können wir denn jetzt auch was anderes bauen? Die Windmühle wäre halt mega heftig. Bauernhaus können wir halt auch mal machen. Hi, Schudi. War klar. Dicke Katzen. Ich habe nur drauf gewartet. Na, wie geht's? So. In der Zeit, wo das gebaut wird, greifen wir einfach mal die Penner hier an. Beziehungsweise gehen einfach mal dahin. Warten. Und könnte ich hier irgendwie eine Formation einstellen, dann würde ich ja auf jeden Fall den hier machen. Und die dahinter setzen. Na ja, gut. Hat doch gut geklappt. Wollte mich eigentlich ein wenig anschleichen, aber ich stand dann doch zu offen im Feld. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet. Ein Wunder, dass die mich überhaupt so nah rangelassen haben. Da sind auch noch Wölfe. Was ist da? Wolfsbau? Boah, hier sind überall Räuber. Oder wenn es überhaupt Räuber sind. Es hieß ja, hier sind überall Räuber. Vielleicht sind sie aber auch schon die Feinde vom guten alten Schlag mich tot. Den, dessen Namen wir nicht nennen dürfen. Jetzt nimm doch mal, jetzt reiß doch mal das scheiß Räuberlager hier ab. Was soll denn der Lachs? Mach, komm. Bereits besucht. Ich hoffe, das reicht zu. Warum konnte ich das eine abreißen, aber die anderen wiederum nicht? Das ist mehr als verwirrend. Ich glaube, die Menge an Leute, die wir haben, reicht vollkommen aus bisher. Zumindest für den Abteil. Für später dann nicht mehr. Ich hab's gewusst. Ich hatte eine Ahnung und die ist eingetreten. Geil. Ist natürlich kacke jetzt. Probieren wir es. Wir können jetzt eins machen. Wir bauen hier Axtkämpfer, machen hier nochmal Miliztruppen, um die vielleicht so ein bisschen aufzuhalten. Was sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil die werden uns hier einfach wegbumsen. Ja, was sag ich? Peitsche rauszuholen. Nee, habe ich noch nicht. Oh, dumme Sau, du. Los, lauft! Warum bleibt ihr da stehen? Ihr sollt nach Hause. Kacke, meine Fischerdörfer. Die Dreckschweine. Die haben auch mein Bauernhaus abgerissen. Sag mal. Weißt du, spielst du einmal offensiv, dann ficken die dich direkt. Los, angreifen.
Axtkämpfer müssen doch eigentlich besser sein. Alter, wie stark sind die denn bitte? Da, gegen die kann ich dann gar nichts ausrichten. So, stopp. Das bringt hier gar nichts. Ach, Odin. Bist du, wenn man dich braucht. Komm schon, Mann, ihr seid viel zu langsam. Ach du je. Vorwärts. Ist relativ egal, ob du stirbst. Oh, nee, vielleicht doch nicht. Wir können sie auch weglocken. Klappt auch. Los, rein da. Ah, hat gut funktioniert. Kacke. Das ist ja nicht so gut gelaufen heute. Was lernen wir daraus?